Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Wetter Gamble. Heute ist Dienstag, ich spiele Days After und ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber viel Spaß. Und das Shop ist immer noch verkehrt. Dann bis gleich. So, ich habe einen kleinen Test gemacht. Es wackelt immer noch. Also bin ich wieder oben links in der Ecke ein bisschen größer, damit ich da oben einen Teil der Werbung verdecken kann. Und hier läuft auch noch eine Werbung. Schade, dass in der Fensterperspektive immer ein immer die Werbung dabei ist. Schade. Naja. Ich mache erstmal die Sachen hier alle fertig. Sprich meine extra Dreh und so. Und dann schauen wir gleich mal, wo wir hier gehen. Also dann gleich. Ich habe mir überlegt, ich mache erst einen Unfall auf der Brücke, weil ich das ja schon seit einer Woche nicht mehr gespielt habe, das Spiel. Einmal Ressourcen sammeln, zum Farmen gehen. Danach einmal so den Sheriff rüberwandern. Schauen, ob da was Schönes ist. Wenn wir die Sachen einsammeln, die schon in der Tasche haben, da habe ich nichts. Da habe ich auch nichts von. Da auch nichts. Hierher, Dickerchen. Dickerchen konnte ich nicht. Genau. Hier ist ein Wolf und ein Zombie. Okay,
Alles ist kaputt. Ausrüsten. Aber was trinken. Kurz weg. Ein Wildschwein müsste noch auf der Brücke sein. Und dann haben wir hier schon alles geklärt. Schauen wir hier nochmal nach. Da haben wir nichts. Die letzte Truhe oder letztes Auto durchsuchen. Und dann gehen wir einmal alles abgeben, dann laufen wir wieder zurück. Und das dauert jetzt ein bisschen. Immer hin und her laufen. Also dann würde ich mal sagen, bis gleich. Bei den Sheriff. Weil das Aufsammeln hier brauche ich euch ja nicht zu zeigen. Würde ich sagen. Okay, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Habe jetzt gerade die Brücke fertig gemacht. Danach war ich beim Sheriff, habe da was eingekauft. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich gehe hier zur Pipeline. Und vielleicht kriege ich einer der schönen Waffen hier. Hoffe ich. Okay, gehen wir da jetzt mal hin. Let's go! Der Schatz. Habe ich schon ein paar gesammelt. Mal schätzen. Ach, muss erst noch runtergeladen werden. Kein Problem. Da warten wir nochmal ein, zwei Sekunden. Oder ein paar mehr. Halbe Stunde habe ich noch. Also daher werde lang schleichen. Aufpassen. Ich habe sehr viel Nahkampfwaffen mit. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber vom Fernkampfwaffen habe ich auch nur zwei. Drei habe ich mittlerweile. Habe gerade durch die Werbung einen Dreh gehabt und durch den Dreh habe ich so eine diese Waffe hier bekommen. So, dann machen wir mal. Jetzt mal schauen, wo ist das Ende? Komme ich hier raus? Hier komme ich raus. Hier war ich schon mal. Hier war doch ein Bär gewesen, ne? Wolf. Okay. Ein Gegner weniger.
Okay, zwei Gegner weniger. Hier sind die großen Eichen. Oh, hier ist ein Schatz. Was für ein Gegner ist das? Ist es ein Zombie? Austin ist das, also ein normaler Zombie. Den Schatz nehme ich komplett mit. Die Bäume brauche ich alle. Schwein müsste da noch sein. Ist zumindest höre ich hier ein Schwein. Ein Wildschwein. Diesen Zombie hasse ich, wirklich. Der ist schnell und der macht richtig Schaden. Wenn ich da nichts habe, um mich zu heilen, bin ich tot. Deswegen. Du bist in einer anderen Richtung. Ups, einer rausgerannt. Da wäre ich jetzt gerade gestorben. Meine Handschuhe sind kaputt gegangen. Betreten, zurückgehen. Machen wir den später. Bisschen neu anordnen hier. Den kriege ich nicht kaputt. Schade, schade. Den rauslocken. Ist down. Okay, ist das der einzige, der jetzt hier unten? Nein, ist er. Okay, den krieg ich auch. Mit der Nahkampfwaffe kaputt. Kommt da so ein Sprinter? Ach, das war der Spucker.
Verbinden drin, das wäre nice. Leider nicht. So, mein letztes Essen. Trinken beziehungsweise. Da ist der Bär drauf. Ich könnte noch die das hier nehmen. Noch mehr davon? Ah, der Unterlauf. Nee. Dann nehmen wir nochmal die Bären hier. Das können wir auch noch machen. Ah, da war noch ein. Hier drin. Wand? Nee, da nicht. Ich sage jetzt mal Feuersommelier, Obsidian war das. Infiziert. Das Schwein schnappen wir uns noch. Mein Schuh kaputt. Also ich habe wieder einen Platz mehr. Okay, den langsamen Haupt. Wie viel habe ich? 22. Wird knapp, aber müsste ich schaffen. Okay.
Und nochmal ein paar Bären, die nehmen wir auch noch mit. Okay, Bären sind voll. Schweinchen kann ich auch noch. Okay, das war ein bisschen knapp. 13 leben noch. Wenn ich gegen den kämpfe, bin ich tot. Okay, das war's. Ich renne einmal zur Basis zurück, leere meine Taschen, komme wieder gestärkt wieder. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da und weiter geht's. Ich habe mich wieder neu erblickt. Aber gegen den will ich immer noch nicht kämpfen. Darauf warte ich erst. Okay, warte mal. Bin mir so ziemlich unsicher. Bob, komm her. Ja,
war ja eigentlich auch nicht so stark. Aber er ist halt radioaktiv und dadurch. Schlag sitzt. Bin auch schon bei 80. Und ich habe nichts gegen Radioaktivität. Was ist denn da? Winkel, nichts, gar nichts. Nichts anderes. Brauche ich was für HP? Die Lebensenergie. Kann ich auch nicht mitnehmen. Da ist der Bär. Waren das drei Bären? Hier oben der Bär. Hier unten auch ein Bär. Ein Zombie auch noch dabei. Ist der Feuerzombie. Okay. Wir rennen nochmal kurz zurück zur Basis. Die Tasche ist ja sowieso voll. Und dann kommen wir gleich nochmal wieder. Bis gleich. Okay, jetzt bin ich das letzte Mal hier drin für heute. Und dann machen wir sich los. Da ist der Feuerzombie, den möchte ich nicht begegnen. Vielleicht kann ich ja nochmal hier oben den, die beim Bobs killen. Bist du noch bei Bobs, oder? Dann machen wir mal was von hier. Muss ich machen, weil meine Radioaktivität schon bei 80 liegt. Den kann ich jetzt auch. Okay. Okay. Der ist noch ein bisschen zu schwer. Ja, normal würde ich den Bären auch schaffen. Bei mir ist nur das Problem, ich habe halt kein Verbandsmittel. Radioaktivität über 100, habe jetzt weniger Leben. Ist natürlich ein bisschen schlecht. Immer wenn ich laufe, schaue ich meistens hier hin, nicht da. Und Ding jetzt auf der Minimap. Wow. Nein! Nein, lauf! Ich komme hier nicht raus! Mensch! Und okay. Dann muss ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Das habe ich euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.